Wenn Sie im Internet Erklärungen oder Informationen suchen, sind Sie sehr schnell auf den Seiten von Wikipedia gelandet. Dieses größte Online-Lexikon umfasst annähernd 30 Millionen Seiten auf der ganzen Welt. Und einer von wenigen Autoren aus Hannover, die regelmäßig und natürlich ehrenamtlich für Wikipedia schreiben, ist Bernd Schwabe. Und ich begrüße ihn jetzt bei uns im Studio. Herr Schwabe, Sie selbst haben auf Wikipedia über 1000 Beiträge mittlerweile verfasst. Was bringt Sie eigentlich dazu, sich so zu engagieren für eine Sache? Es ist ja ehrenamtliche Arbeit. Ja, und genau das fasziniert mich, dass ich was für uns alle gemeinsam tun kann. Dieses Wikipedia, manche Menschen denken, ich arbeite für Wikipedia, aber das stimmt nicht. Ich arbeite für Sie. Sie sind Wikipedia. Wir sind Wikipedia. Und das ist der Gedanke, dass wir uns hier gegenseitig mit Bildung beschenken können, mit Bildungsdokumenten beschenken können und dass wir hier was für die Gemeinschaft tun können. Das Internet, was ja die Voraussetzung für den Gebrauch von Wikipedia ist, das ist natürlich auch eine Plattform für kommerzielle Angebote. Das ist ein Aspekt, mit dem Sie gar nicht glücklich sind. Warum? Nein, das ist also Kommerz muss sein. Also wir haben eine Wirtschaft, die soll auch funktionieren. Wir sind eine der größten Wirtschaftsnationen der Welt. Das ist gut so, das soll auch so sein. Wo ich mir so große Sorgen mache, ist es, dass es eine globalisierte Monopolisierung von Bildungsangeboten gibt. Und zwar jetzt genau in diesem Moment. Und ich denke, dass wir hier mit Wikipedia, sage ich mal in Anführungsstrichen, das ist nicht nur Wikipedia, das ist ja nur ein Teil dieser Stiftung, die uns allen gemeinsam gehört, dass wir hier eine einzige Möglichkeit haben, global miteinander zusammenzuarbeiten und damit auch diesen großen globalen Medienmonopol, das sich jetzt im Moment bildet, etwas entgegenzuhalten. Das heißt, Sie fordern Menschen ja jetzt über Ihre Wikipedia-Seite direkt auf, eben diesen Gegenpol zu den kommerziellen Seiten zu schaffen. Und wie wollen Sie das umsetzen? Wie soll das funktionieren? Ganz einfach. Melden Sie sich an mit Ihrem guten Namen und bringen Sie uns belegt Ihr Wissen, das Ihnen wichtig ist, in die Wikipedia, hinterlegen Sie es auf Ihre externe Festplatte. Sie sind Wikipedia, Sie können das als unsere gemeinsame externe Festplatte annehmen und brauchen nicht mehr nur Ihren eigenen Laptop. Können Sie vielleicht dazu ein Beispiel nennen? Also was könnte ein bestimmtes Thema sein, wo jemand sagt, darüber weiß ich so viel, als dass ich in Wikipedia quasi in einem Lexikon schreiben kann. Was könnten das für Themen sein? Oh, das kann vieles sein. Das kann alles sein, denn ein großes Lexikon umfasst in der Regel alles. Ich sage lokal handeln, global denken. Das bedeutet, Sie haben Kinder, wir haben Schüler. Eigentlich machen wir es ja für unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Nachkommen. Denn wir wissen es ja schon. Warum sollen wir es nochmal hinschreiben, was wir selber wissen? Nein, wir wollen ja dieses Wissen weitergeben, schenken eigentlich sogar. Wir wollen was für unsere Kinder tun. Und was gibt es für eine fantastischere Idee, als dass Sie für unsere Kinder, unsere gemeinsamen Kinder, dass wir hier zusammenarbeiten und Wissen hinterlegen, um Ihnen zum Beispiel zu einem besseren Schulabschluss zu verhelfen. Haben Sie da schon Resonanz, Reaktionen von Leuten? Ja, auf diese Idee, selber etwas zu machen. Weil Nutzen ist das eine, selber machen ist immer was anderes. Ja, es sind im Moment sind es noch ganz wenige Menschen, also gefühlt sind es 200 Menschen im deutschsprachigen Raum, die Wikipedia gestalten. Das sind wohl ein paar mehr, aber man spricht manchmal auch von mehreren tausend. Aber da sind viele, die vielleicht mal hier einen besonderen Beitrag verfasst haben. Aber die sich wirklich um den Ausbau bemühen, das sind für mich zumindest gefühlt nur ein paar hundert. Davon sind dann leider auch viele pseudonymisiert, wo ich immer sage, schreibt unter eurem guten Namen, das macht man doch des Anstandes halber einfach schon. Was hätte ich eigentlich als Internetnutzerin, aber auch was hat eine breite Gesellschaft von dieser Bildungsoffensive? Wofür ist Bildung gut? Bildung stützt letzten Endes unsere Wirtschaft. Bildung ist ein Allgemeingut. Bildung ist für manche der Sinn des Lebens. Wer gebildet ist, langweilt sich nicht. Wer gebildet ist, muss sich nicht mit, was weiß ich, dem 100. Haarspray in der Welt irgendwie verkaufen. Also es ist ein Stück Bereicherung in meinem Alltag. Absolut. Dieses ist ein Angebot, das so tief sein kann, wie wir es wünschen. Erstmal eine oberflächliche Information über das, was Ihnen vielleicht im täglichen Leben weiterhelfen kann.
aber auch, wenn Sie sich beteiligen, wenn wir unser Portal hier in die Hand nehmen, das kann so tief gehen, dass es eigentlich gar nicht vorstellbar ist, wie tief, denn es gehört ja uns, wir können ja alles machen. Bernd Schwabe, er ist einer von wenigen Wikipedia-Autoren aus Hannover. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Ich habe zu danken.